ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Wir spielen heute wieder eine Death Run Map und zwar 55 Level Fuchs Death Run. Okay, wir werden uns die Map anschauen. Wenn es um Füchse geht, dann müssen auch Füchse sein. Also heißt es, wir werden uns anschauen, wie abwechslungsreich und farbenfroh die Map ist oder ob sie eintönig ist. Wie schwer die Sprünge sind, es steht einfach drinnen. Ich habe gerade eben eine Map aufgenommen, da musste ich ganz ehrlich quitten, ne? Weil die war nicht einfach, die war schwer, obwohl einfach drinnen stand und die Sprünge waren asozial, kann man sagen, wortwörtlich. Es steht drinnen, dass wir XP für den Season Pass kriegen sollten. Wir werden uns anschauen, wie viele XP es sind, ob es sich rendiert, die Map mehrfach zu spielen. Wir werden schauen, ob es Secrets gibt mit Bonus-XP oder nicht. Und 30 Minuten Unlock bei 55 Leveln. 30 Minuten und 60 Minuten. Okay, das werden wir definitiv nicht hinbekommen. Aber ohne lang zu schnacken, wir starten die Map. Season Pass wie immer in der Videobeschreibung. Und... ja, aber 60 Minuten für 55 Level, never ever, werden wir nie im Leben hinkriegen. Was ist hier? Tanzen? Hier gibt es AFK XP. Das ist ja schon mal nice. Ja, hier verdienen wir uns die ersten 110 EP und wir starten mit der Map. Und Checkpoint XP, nice. Das ist gut. Sprinten ist aktiv. Ich versuche aber so wenig wie möglich zu sprinten, um an die Bonus XP natürlich zu kommen. Versteht sich aber, wir sind jetzt gleich bei Level 10 und wir sind 2 Minuten. 2 Minuten nehme ich auf und wir sind schon bei Level 12. Wie will man hier bitte schön 30 und 60 Minuten schaffen? Ich renne hier doch nicht 100.000... Hallo? Ich renne hier doch nicht 100.000 mal lang. Das wird ja dann langweilig. Oh nein. Oh nein. Oh nein, Decken fallen. Ich hab's geschafft. Ich hab's irgendwie geschafft. Ich weiß nicht wie, aber ich hab's geschafft. Oh, okay. Ja, nö, das habe ich gesehen. Oh, die bouncen nicht. Cool. Einmal so. Einmal so und wir sind durch. Okay, bis jetzt ist die Map tatsächlich einfach. Die XP sind auch annehmbar, also nicht zu viel, nicht zu wenig, wobei zu viel kann es nie geben, muss ich ehrlich sein, vor allem wenn man wie jetzt am Start der Season ist. Hab ich gewusst. Aber die XP, ja... lass uns es sehen. Ich habe es das Sprungding gesehen.
Ich muss mich, falls euch die Hustenanfälle stören, entschuldigen, aber ich bin tatsächlich erkältet. Habe einen leichten, trockenen Reizhust und nein, es kommt nicht vom Rauchen. Ich werde mich bei meinen Kindern angesteckt haben. Mensch, 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 immer diese Kinder, die ihn krank machen. Spaß beiseite. Als Eltern nimmt man das in Kauf und hier kommt doch wieder irgendwas. Nein? Oha. Okay, wir haben die Map gleich durch. Das ist hier. Aber ja, ich werde die Map nicht 100 Mal spielen, nur um an diese 60 Minuten Kugeln zu kommen. Das könnt ihr hier mal ganz schnell vergessen. Da war ich tot. Das war mein erster Tod auf dieser Map, oder? Ah! Oh Gott. Ha! Geschafft. Oh mein Gott. Geschafft. So. Okay, das hier ist halt wieder chillig. Oh Gott, was ist denn das? Was? Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Ja, okay, hier ist eine Falle bei Level 53. Die dahinter kriegst du mal aus. More levels coming soon. Oh, da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. Es gibt nochmal 6000 zum Abschluss. Run XP. Nochmal 6000. Nice. 13000 also insgesamt. Ja, und jetzt könnte man sich hier tatsächlich AFK hinstellen, ein bisschen tanzen, XP farmen und warten, bis man die 30 Minuten um hat. Das wären bei mir jetzt tatsächlich 14 Minuten, die ich warten müsste. 24 Minuten. Ich nehme aktuell 6 Minuten 37 auf und ich werde nicht zu lange warten. Ich möchte gerne noch ein, zwei Maps weiter aufnehmen. So, was gibt es zur Map zu sagen? Also, farbenfroh ist eher so semi. Ich habe nichts gesehen, was mit einem Fuchs zu tun hat irgendwie, außer das Vorschaubild der Map, was jetzt über Eivors Kopf ist. Und dem Fuchs, der dort steht. Ansonsten hat die Map tatsächlich nichts mit Füchsen zu tun. Ich weiß nicht, ob damit dieser Skin gemeint ist, aber selbst davon hätte man was sehen müssen. Nach 7 Minuten gibt es wieder XP, da bin ich mal gespannt, ob wir das noch schaffen so lange. XP-Menge pro Checkpoint ist ansehnlich. Die AFK-Tanz-XP sind, die passen, also die 11 XP passen tatsächlich. Schwierigkeit ist einfach, bis sogar sehr einfach, bis auf der eine Tod, der durch... Oder die zwei Tode, die halt nur durch meine Dämlichkeit gekommen sind. Ja, abwechslungsreich ist, naja, so eher semi. Es sind fast immer die gleichen Fallen. Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht und erhofft. Und vor allem bewegliche Teile. So, und ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Ja, ich, wegen dem Bonus-XP, das überlasse ich ganz euch, wie viel man hier bekommt. Ihr seht, ich habe gerade für 7 Minuten XP bekommen. Man kriegt also alle 3 Minuten nochmal eine große Menge XP. Ich werde mir die Map auf jeden Fall aufheben, nochmal offscreen spielen und mich dann tatsächlich hier hinstellen, wenn ich zum Beispiel einen Termin habe oder mit meinen Kindern Hausaufgaben mache oder so, um zu sehen, wie viel XP es gibt. Das werde ich euch aber nicht zeigen. Das dürft ihr selber herausfinden. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche und Mapgood wie immer in der Videobeschreibung. Und ja, viel
viel Spaß beim Spielen.